Willkommen zurück in Raumfels. Falsche Richtung, in die Richtung. Wir gehen zu den Ausgrabungsstätten. Städten? Städte. Es ist nur ein Hügelgrab. Also, man kann nie wissen. Bisschen weniger rauchen. Oder auch weniger Asche hier einatmen. Okay, ist schwierig. Ist hier wirklich etwas schwierig. Genau, wir laufen zur Ausgrabungsstätte. Scheinbar sind sie wieder ein Stück weitergekommen. Vielleicht können wir auch ganz rein. Vielleicht möchte der Alice, ja, Alice ist ja, glaube ich, auch nur nochmal Geld haben. Das kann ich ihm auch sehr gut zutrauen. Die Quest war, die ziehen wir gerade schon ein bisschen immer mit uns her. Ey, ja, genau, das wollte ich machen. Genau, kehre zum Grab zurück und Ausgrabungsarbeiten, genau. Ja, Alice ist ja. Mal sehen, was er von uns möchte. Außer Geld. Oder ob wir jetzt wirklich hier mal stöbern können, was es im Hügelgrab gibt. Da ist er auch schon. Und jetzt seid ihr zurück. Toll. Einfach toll. Red ich so ironisch? Was ist diesmal? Trauge. Schon wieder. Na, damit hätten wir wohl rechnen sollen. Was sollten wir sonst in den verdammten Gräbern finden als eine Horde Trauger nach der anderen? Mindestens 6 der Bergleute sind tot. Na toll. Die übrigen sind davongelaufen. Und das kann ich ihnen nicht verdenken. Ihr hattet mit den Biestern schon einmal Glück. Meint ihr, ihr könntet noch mal reingehen? Nö. Und nachsehen, ob noch jemand am Leben ist? Wofür bezahle ich ihn eigentlich, hm? Wofür bezahle ich ihn? So, ich soll das Hügelgrab befreien von den Trauger und die vermissten Arbeiter suchen. Na, dann machen wir das doch heute mal. Ich werde mich... Nee, verlaufen eigentlich nicht. Ein Hügelgräber nicht. Immer Ruinen. Ist eher so das Ding zum Verlaufen. Also kriege ich eher hin. Sagen wir es mal so. Das bin ich aber gespannt. Dann brauche ich aber die Fackel auch nicht mehr. Also, theoretisch. Deshalb bin ich jetzt hier nachts hergekommen. Der kann aber auch vom letzten Mal hier noch liegen. Der tote Typ. Wie viele tote Bergleute werde ich finden? Theoretisch sollten hier vorne keine sein, oder doch? Hier habe ich doch erst die... Warum habe ich keine Waffe ausgerüstet? Warum habe ich überhaupt nichts ausgerüstet? Ich war zu lange nicht im Game drin. Habe ich mir irgendwas Komisches dabei gedacht? Oder wie darf ich das verstehen? Ah, das sind ja normale. Okay, wahrscheinlich, dann gleich nicht mehr. Noch die, diese, nennen wir es Kultisten-Sachen an. Das ist ein Fürst. Kann er da mal runterkommen? Oder ich gehe da hoch? Und auf jeden Fall ein Stück weiter haben die ausgegraben. Ist aber auch hier... Jetzt. Ach komm, jetzt bist du unten. Den könnte ich ja mal looten. Die anderen haben immer nicht so Sachen dabei, wo ich sage, ja, kann ich brauchen oder nehme ich mit, um es zu verkaufen. So, dann da unten lang. Radin.
Hat es wohl nicht so überlebt. Was hat er denn? Das ist ein normales Buch jetzt, oder? War nicht sein Tagebuch, was ich gerade eingesammelt habe. Hier. Ja. Azidals Abstieg. Das hat er gelesen, ja? Passend? Eventuell? Oh nee. Magier und so, Eismagier ist doch. Lieb ich doch. Kette. Aber nicht schreien. Anders auch. In der Theorie geht das schon. So. Okay, auf der anderen Seite ging es auf. Hey. Ich liebe es. Doch aufzuräumen. Erst habe ich kurz gedacht, ich bin gestorben und ich habe nicht gespeichert. Ich speichere normalerweise nicht. Speichert ja, wenn ich irgendwie durch eine Tür gehe. Der Trauger ist so schön weggeflogen. Das war nicht ich. Ich habe die Falle auch nicht ausgelöst. Die ist ja jetzt hier. Ich das? Ich habe auf jeden Fall keinen Schaden von einem Rambock genommen. So machen das die echten Profis. Die immer diese Seelensteingeschosse. Nennen wir es mal so. Drei, vier Schalter, ja? Da kommen auf jeden Fall ein paar Giftpfeile raus. Das sehe ich schon. Und da. Okay. Ach so, ist ein zweites Tor. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Aber da oben ist ja auch noch eine Kette. Okay, die Kette ist für. Okay. Dafür. Brauche ich doch eigentlich nur den noch hochzumachen. Okay. Oder auch nicht, weil wir hätten hier noch ein drittes Tor. Was ist denn. Aber das hier. Ist echt nur für die. Das Teil hinter mir. Und der hier. Dafür. Okay. Was macht denn das dritte? Giftpfeile. Das vierte, okay. Der vierte Griff war es. Sind doch alle tot. Okay, ich habe alle Vermissten schon gefunden. Mirelli ist die andere. Mirellis Brief an ihre Mutter. Okay, sie hat was dabei. Sie hat eine Info dabei. Mutter. Ich kann eure Sorgen verstehen, aber es gibt wirklich nichts, wovor ihr euch so zu fürchten braucht. Die erste Mannschaft, die hier gearbeitet hat, bestand aus einem Haufen Idioten und Milchgesichtern, die nicht auf sich aufpassen wussten. Aufzupassen wussten. Es könnte passieren, dass wir auf Schwierigkeiten stoßen, aber das wäre für mich nicht das erste Mal. Der Mann, der uns angeheuert hat, dieser Rales, ist ein wenig seltsam. Aber ich habe ein Auge auf ihn. Er braucht also seinetwegen keine Angst, um mich zu haben. Es wird schon alles gut gehen. Sorgt euch lieber um euch und Vater. Ich kann schon auf mich aufpassen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich nach Hause komme. Diesen Brief müsste etwas Be Geld beiliegen. Sollte es fehlen, zieht dem Boten das Fell über die Ohren. Herzlichst, Mirelli. Er hatte kein Geld. Gib mir den Brief. Sie hat nicht mehr ihr Geld bekommen. Okay. Hallöchen. Und schön. Jetzt, vorhin war es eine Rambock-Animation, ja? War auch mal was anderes. So, da unten rennt noch irgendwie was rum. Hier noch
Sachen einsammeln. Dann die anderen Viecher töten. Ah. Was gibt's hier? Azidals Ring der Totenbeschwörung. Und? Eine Giftpfeile? Gab's auf der anderen Seite auch so ein... Habe ich nicht gesehen. So ein Griff? Letztes Mal hatte ich die Schuhe oder so, also Stiefelchen gefunden, glaube ich. Oh. Mein Lieber. Okay, wir haben jetzt auch alle Trauger getötet. Was ist das jetzt schon? Also nochmal zu Rales gehen, mal schauen, wie viel Geld er jetzt haben möchte von mir. Wahrscheinlich eine Menge. Ist ja gar kein Problem. Ich pisse das Zeug. Gar kein Ding. Ich glaube, das letzte Mal waren es 1000 Goldstücke. Ich hoffe, diesmal nimmt er irgendwie Leute, die vielleicht so ein paar Kampferfahrungen haben. Oder zumindest wissen, wie man wegrennt und nicht instant sterben. Das hätte auch was. Ach, ist schon hell. Ist schon hell, okay. Jetzt habe ich die Musik generell irgendwie lauter, oder? Die stimmen nicht. Aber ich bin auch lauter als sonst, glaube ich. Okay. Gibt es Neuigkeiten? Ja. Ich habe die Trauger bezwungen und die vermissten Bergleute gefunden. Die sind tot. Das hätte ich mir denken können. Verdammt. Tja, wenigstens können wir wieder an die Arbeit gehen. Aber die Gefahrenzulagen häufen sich und die Sache wird nicht billiger. Ich merk's. Diesmal werde ich auch ein paar Söldner einstellen. Ach. Ein paar Leute dabei zu haben, die kämpfen können, dürfte... Nun, das wird die Bergleute beruhigen und sie hoffentlich am Leben halten. Aber billig werden sie auch nicht sein. Diesmal werden wir unter 3000 nicht davonkommen, fürchte ich. Habt ihr so viel dabei? Warum fragt er mich eigentlich? Gerade eben stand da irgendwas schon mit 3000 Goldstücke. Nicht erst jetzt, in dem Moment, wo ich ihn angesprochen habe. Naja, ob die Söldner das überleben, bin ich mir ja nicht so sicher. Wie wär's mit, okay. Also teuer ist aber die Gefahrenzulage jetzt auch nicht, oder? Wir verdienen daran das 50-fache, Partner. Vertraut mir. Mhm. Ich suche eine neue Mannschaft zusammen und ein paar Muskelpakete zu ihrem Schutz. Oh. Kommt wieder und seht euch an, wie es läuft. Diesmal hält uns nichts mehr auf. Wenn du meinst, mein Lieber, wenn du meinst. Das Outfit. Naja, ich hab's noch kurz an, bis ich jetzt nämlich die nächste Aufgabe mache. Wir haben das ja jetzt geklärt, bis er sich wieder bei uns meldet. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Sehr gut. Lasst mal sehen. Ein weiterer Brief von Rales. Ach. Er macht mir langsam etwas Angst. Mir auch. Das war's dann wohl. Ich muss los. Sehr gut. Hier hinten fliegt schon wieder was. Ich habe hier schon wieder einen Drache. Mitten in der Nacht. Kann nicht warten, weil Feinde in der Nähe sind. Ich habe die ganze Zeit auch auf den Kurier gewartet. Das Problem ist, wenn jetzt hier irgendwo ein Jetzt geh mal hier raus. Das Problem ist, jetzt habe ich hier den Drachen, man sieht nichts und ich habe es früher mal geschafft in Himmelsrand bei manchen Dörfern, die waren dann ausgerottet. Genau das. Ist ja auch nicht so viel mit dem Lichtsmodus, ganz ehrlich. Älterer Drache. Gut, lösen wir es kurz mit dem Drachen, was ich ein bisschen nervig gerade finde. Tauchen aber auch immer hier auf, obwohl ich vorher die ganze Zeit auch außerhalb unterwegs war. Niemals
Was ist er? Ihr wagt es, gegen einen Dun mehr zu kämpfen? Ja, gerade so. Ich glaube, die machen das schon. Ich muss gar nicht so viel machen. Die sind hier viel stärker. Es werden ein paar ausgerottet sein, aber... Ich glaube, jetzt ist er da oben, wo Ewigkeiten das andere Skelett lag. Ja. Sag mal, da ist ein Schneebär. Okay. Nicht hinterfragen, nicht hinterfragen. So, jetzt ist hier noch was da. Ein Schneebär. Das war's. Das war's. Ja, aber wer hat die Arbeit gemacht? Ich habe die Arbeit gemacht. Bin hier hochgelatscht. Und der Schneebär hat die Arbeit gemacht. Naja. So viel dazu. Können wir jetzt auch hier weiterlaufen. Und zwar, ich habe jetzt Ewigkeiten auf den nächsten Brief gewartet von Rales. Das ist dann falsch. Brief Nummer 3, dass wir wieder in die Ausgrabungsstätte gehen können. Ich habe das jetzt zusammengeschnitten. Also der zweite Brief und der dritte Brief quasi. Ich hoffe, ihr seid nicht verärgert, aber es könnte sein, dass ich weitere Ressourcen benötige. Kommt vorbei, wenn ihr Zeit findet. Jetzt reicht's. Also, jetzt, irgendwann ist so ein Punkt überschritten. Das geht dann so nicht mehr weiter. Das geht nicht mehr weiter. Was ist denn nun los? Wenn ich jetzt mitten in der Nacht schon lang muss, weil ich kurz mal im Himmelsrand war, um meine Tasche zu entleeren. Und dann komme ich zurück am Boot und dann werde ich vom Kurier angequatscht. Ich habe Ewigkeiten gewartet, Ewigkeiten. Irgendwie sind es bei mir nicht in-game 2 Tage. Bei mir dauert das irgendwie hier mal länger. Deshalb habe ich jetzt den zweiten und dritten Brief jetzt, packe ich jetzt gerade zusammen. Ist sonst ein bisschen schade, wenn es immer so ganz auseinander ist. Dann ist der Frust, obwohl dann wäre der Frust größer, vielleicht auch beim Gucken. Ich weiß es nicht. Ah ja, schauen wir mal, was er diesmal will. Der Aschering ist mir doch ein bisschen... doll. Er schreibt auf jeden Fall einige Tagebücher. Oh, ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. Du hast mir doch eine Nachricht geschickt. Es sieht so aus, als hätte diesmal wenigstens ein paar Bergleute überlebt. Tja, nun. Die Söldner haben ihre Arbeit getan, waren jeden Septim wert. Natürlich sind manche da vielleicht anderer Meinung. Die Toten zum Beispiel. Bei den Göttern. Was für ein Debakel. Debakel. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber Übung macht schließlich den Meister. Ihr geht und erledigt erneut die Drauger. Und ich halte den Rest dieser Envar davon ab, davonzulaufen. Befehlt er mir das? Er befehlt mir das immer so. Nun, richtig. Ja, yeah, schon. Eieiei. Okay, also hier sind noch welche. Diese Soldaten haben nicht viel getaugt. Ja, ich tauge bestimmt nicht mehr, aber lassen wir das. Kümmern wir uns um die Trauger und gucken diesmal, wie weit sie gekommen sind. Ich hab wie oft buddeln die denn hier? Wenn ich danach nochmal Geld zahlen soll... Oh, jetzt schon beim Eingang. Oh, hinter mir auch. Die sind auch weiter nach vorne gekommen diesmal. Ich habe diese Kiste vorher nicht gesehen. Oder ist es gerade auch ein zusätzlicher Gang, der vorher nicht da war? Ich weiß es nicht. Ich habe es euch einfach vorher nicht wahrgenommen. So, da kommt schon einer. Immer Heilung lieber hier.
Ein Schreihals. Ich kann das auch. Wenn hier jetzt schon so ein... Ja, ich verkauf's nachher. Ich habe echt Gold übersehen? Das kann nicht sein. So. Okay. Doch, hier sieht's anders aus. Das war vorher noch unter Sand. Danke fürs Geld. Weil da erinnere ich mich, das war der Teil vom letzten Mal. Der für euch nicht so lang her ist wie für mich. Ach, lang. Naja. Nicht direkt dahinter gezockt. So. Einmal rumlaufen, damit wir auch hier alle haben. Und sehen die Tür. Ich bin irgendwie sehr verwirrt. Also entweder hat sich hier Sachen auch einfach zurückgestellt. Also es ist ja wirklich eine Weile her. Ich habe das übersehen. Aber eine ganze Tür? Ich meine, ich habe ja auf der anderen Seite auch diesen Schalter wegen dem Ring gefunden gehabt. Etwas irritierend. Ah, schön. Das ist aber eine neue giftumhüllte Spinne, kannte ich noch nicht. Also die Albino ja und diese Feuerdinger, die konnte ich auch herstellen. Ach, die ist auch verschwunden komplett, die giftumhüllte Spinne. War klar. Die darf ich wieder nicht einsammeln. Noch ein Seelenstein. Dann sammeln wir kurz den Teller auch ein. Ist ja gar kein Problem. So tolle Sachen sammle ich doch auch. Mit so ein Helmchen auf. Animation, habe ich denn das gerade hinbekommen? Hier ist jetzt zu. Ist noch nichts. Da war ich. So, gehen wir nach unten. Ich muss ja alle hier beseitigen. Könnte eine Weile dauern. Hier liegt keine Leiche, nur Blut. Und eine Spitzhacke. Ich höre einen Drachenschrei. Hier ist noch ein Mina. Ein Mina, meiner. Ich höre so ein ganz, ganz leise. Das ist ein Drachenschrei. Hier ist denn noch irgendwelche. Ich habe das Hügelgrab noch nicht gesäubert. Da ist auch ein Tor. Kann ich das nicht herunterlassen?
Wahrscheinlich, weil das ist ja ausgegraben und dahinter sind wahrscheinlich die nächsten. Brauch mal wieder mein Licht. Dann schauen wir doch mal, wo hier was sein könnte, um den Mechanismus auszulösen. Das wäre ja auch eigentlich nicht da, diese Treppen, das Gerüst. Ich mal hier schauen. Nee. Ich glaube, da geht es aber weiter. Also ich würde hier auf jeden Fall einen Drachenschrei bekommen. Kann ich hier was rauflegen, damit das runtergeht? Ich sehe keinen Hebel, oder vielleicht doch, und ich sehe ihn nicht. Aber ich sehe gerade, während ich spiele, keinen Hebel, um das Tor runterzulassen. Aber ich schau mal, ob ich da was raufpacken kann. Irgendwas, was man nicht braucht. Ins Laute. Den Teller. Warte! Nein! Nee, das ist es nicht. Ach, da ist noch was. Da leuchtet es rot. Oben drüber? Kann auch natürlich dort sein und dann Gang oder so. Jetzt nochmal unten rein. Uah. Hier. Nicht so kompliziert denken. Und da ist auch eine Tür. Wenn es weitergeht. Weil hier bin ich vorher rein. Und von da dann hoch. Nicht hier mich verarschen und dann heißt es, ich habe das Grab nicht gesäubert. Ja, ja, ja. Genau, und hier war das auch, dass es dann aufgeht und so. Und das ist gerade zu gewesen, weshalb es... Aber wieso hatten die das zugemacht gehabt? Weil das ist der Weg oben lang. Ja. Das war der Weg nach oben. Gucke ich jetzt nochmal hinter der Tür. Ja, das gab's doch nicht. Hier war ich nicht. Guck da. Hier sind noch. Nee, hier war ich nicht. Ein paar. Ein oder anderen. Autsch. Wo ist denn der Magier da? Jo. So, so, stirb. Okay. Schön. Ich wollte mich heilen. Na, hat mich schon gewundert, warum es nicht geht. Okay, die hatten einen ganz schön krassen Hammer. Treffen sollte gelernt sein. Mich wundert auch, dass ich bei dem Rätsel hier nicht in Flammen aufgehe. Mit den Platten. Das sind doch immer so eine Platten, wo man aufpassen muss, was man eigentlich drückt. Oder ist nicht aktiv? Noch nicht. Licht aus.
Und schau. So, wir haben die alle beseitigt. Wir sollen wieder mit Rales sprechen. Genau, weil das hier ist neu. Das gab es definitiv vorher nicht. Also ich bin ja schon immer verwirrt, ja. Aber das gab es vorher nicht. Und ich denke, es geht da noch weiter, weil ich habe in dem einen Raum... In dem einen Raum den Drachenschrei gehört. Es wird hier ein Rätsel sein. Die Frage ist, was für ein Rätsel? Ich habe gerade keine Veränderung gesehen gehabt. Ich weiß nicht, ob man Eiszauber wirken muss. Das sah jetzt so ein bisschen so aus. Kann natürlich auch alles nur täuschen. Ist hier eine Antwort? Wo geht's hier hin? Danke. Ach, da oben. Okay, dann sind wir hier. Dann haben wir das auch geklärt. Aber ich schaue noch mal ganz kurz hier bei dem Rätsel. Muss ich das einfrieren? Wenn ich dann einen Zauber habe. Zerstörung. Nein, das ist es nicht. Okay, ich weiß halt nicht, ob... Ach, hier. Hier ist vielleicht ein Hinweis. Ich kam ja von da. Da müssen wir mal kurz ins Wasser. Ich sehe ja gar nichts, doch jetzt. Hier gibt es nur Gold und so. Mehr nicht. Das war gerade durchgeglitscht. Sehe ich hier einen Hinweis? Vielleicht gibt es den Hinweis ja auch später, wenn der Rest irgendwie... ausgegraben ist. Oder in einem von seinen Tagebüchern. Den Hinweis würde ich dann das nächste Mal nachgehen. Wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, dass man vielleicht den Hinweis noch bekommt. Oder wir rätseln beim nächsten Mal. Ich meine, ich muss ja eh noch mal her. Da muss es sich auch mal richtig lohnen. Weil noch ist nicht alles ausgegraben. Dann würde ich das Rätsel mit aufs nächste Mal verschieben. Ist ja gar kein Problem. Und hier gibt es irgendwo noch einen Drachenschrei. Eben mit Ralis. Mal gucken, wie viel Geld er diesmal haben möchte, damit wir beim nächsten Mal weitermachen können. Aber ich glaube, so passt es. Dass man auf jeden Fall 2 Tage hintereinander macht. Und dann gucken wir mal. Oder es geht jetzt direkt weiter. Es kann natürlich auch sein, dass man diesmal nicht so lange warten muss. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich habe per se gar keine offenen Aufgaben mehr. Die sind jetzt alle schon erledigt. Es ist schon dunkel hier. Beziehungsweise es ist früh morgens. Wenn ich jetzt irgendwie irgendeine coole Quest verpasst habe und ihr kennt euch in Solstheim besser aus, schreibt es ganz gerne hin, weil ich bin sonst bald wieder in Himmelsrand. Weil ich werde dann meine Spaziergänge auch gemacht, weil vielleicht mache ich noch einen Spaziergang, aber es wäre schade, wenn ich eine coole Quest verpasst hätte. Ja, ich bin fertig. Alle Trauger sind tot. Gut. Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen.
Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt, doch ich werde alles tun, was ich kann, um weitere Bergleute zu finden. Wir haben uns einen guten Namen gemacht. Gut. Aber mit genügend Gold kann ich es schaffen. Gerade so. Der will mich verkackeiern. Wie viel? 5000. Das kann nicht euer Ernst sein. Ich weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen. Aber wie ich schon sagte, wir sind hier draußen ziemlich berüchtigt. Merke ich. Und Gold ist das einzige Gegenmittel gegen einen schlechten Ruf. Habt ihr das Gold? Ja, okay, hier, bitte. Gut, gut. Diesmal zahle ich für ein paar erfahrenere Haudegen. Ja, bitte. Damit dürfte es klappen. Als ob. Ich darf hier bestimmt nochmal herkommen. Hier, geht an die Arbeit, ich hab's erledigt. Ihr? Euch wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen restlichen Tag. Nochmal ist, wie du seht, war mir wie mein inneres Blumenpflücken. Wir sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder bei der Grabungsstätte, weil ich den Rest schon erledigt habe. Deshalb, wenn ihr noch irgendwie Tipps habt, welche Quests es hier noch gibt, hier, der Rest ist alles ein Himmelsrand, den ich jetzt noch offen habe, ist eine Menge. Würde ich es ganz gerne auch noch machen. Ansonsten reise ich nochmal her. Das war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao.